Besonders gerne gehe ich Graffiti sprayen, auch in den Graffiti-Kurs. Ja, und sonst, was ich nicht gerne mache, ist eigentlich nichts. A lot of programs focus on bringing artists and performances into schools. Culture School is trying to do something much more fundamental, which is to understand the arts as a way of learning and knowing the world and using that capacity to help young people learn deeply. The real aim of the exercise is to expand the repertory of techniques that teachers have. So after we're no longer there, they will be able to do the things that we introduced into the schools themselves. And in this way, we'll have a long-term impact. So the teachers are absolutely central to the whole process. Die Schwierigkeit ist immer, wie mache ich das am besten? Denn es soll ja nicht etwas obendrauf sein, sondern es soll ganz normal dazugehören. Wenn ich ein Thema in Mathe mache, habe ich immer den Hintergedanken, was ist Kultur? Wenn ich es in Theater, Musik, Kunst mache, dann automatisch ist der Gedanke Kultur da. Aber in den anderen Bereichen, doch, da musste man schon, oder die Kolleginnen und Kollegen müssen das ja vorrangig, sich überlegen, ja, wie mache ich das eigentlich? Wenn die motiviert werden, zum Schulbesuch, wenn die merken, wow, hier finden tolle Sachen statt in der Schule. Voll cool, ich will das machen. Ja, yeah, wir können singen, wir können auftreten, wir kriegen Beifall, wir können uns zeigen, ja, ja, ja. Dass sich das auf die anderen Fächer auswirkt und dass dann alle Kollegen davon profitieren, weil die Schüler mehr Freude haben, überhaupt morgens in diese Schule reinzuspazieren. Ich habe das ja hier im Gängeviertel beobachtet, das hat mich wirklich sehr berührt. Das waren ja vor allem ja Jugendliche, die so in einer Selbstfindungsphase sind und sich immer im Vergleich definieren zu anderen Jugendlichen und oft über äußerliche Statussymbole wie Handy, Turnschuhe, bestimmte Markenklamotten, wie die dann auf einmal in Verbindung mit Kultur aus sich selber heraus geschöpft haben und eine ganz neue Kreativität und entfaltet haben und sich selber dabei neu entdeckt haben. Das fand ich großartig und das hat für mich das Ganze auch nochmal so sinnvoll gemacht und gezeigt, was für ein tolles Projekt das ist. Es ist eine ziemlich große Differenz, es ist ein großer Schritt von der Schule ins Leben zu gehen. Die meisten Leute, obwohl sie jahrelang studiert haben, sind nicht darauf vorbereitet, wie es ist, im tatsächlichen Berufsleben sich durchzukämpfen. Und je früher man anfängt, die Leute darauf vorzubereiten und ihnen wirkliche Projekte zu geben, mit wirklichen Leuten vor Ort zu arbeiten, um das ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sich das anfühlt, wenn man Schuhmacher ist, wenn man Universitätsprofessor ist, wenn man Künstler ist. Und so arbeiten sozusagen Fachleute mit Pädagogen zusammen und davon verspreche ich natürlich insgesamt eine Niveauanhebung. Also das alte Lernsystem, man kennt das ja, also das ganz alte, dieser Nürnberger Trichter, wo ich die Autorität bin und oben das Wissen reingestopft wird. Also wer das noch nicht verstanden hat, dass das zu Ende ist. Ich glaube, dass mit Kulturschule Hamburg, so habe ich das Programm immer verstanden, ein Projekt ins Leben gerufen worden ist, dass Kindern in sehr differenzierter Form, Kindern und Jugendlichen, so etwas wie kulturelle Teilhabe ermöglicht und damit natürlich auch Schule nochmal öffnet, auch als Erfahrungsraum, weil es ja auch um die Zusammenarbeit mit Künstlern geht. Das ist nun nicht so das Alltagsgeschäft von Schule. Wir alle machen die Erfahrung, dass wir mehr oder weniger, wenn wir auf einem ganz bestimmten Stand angekommen sind, was Didaktik und Methodik anbetrifft, Pädagogik insgesamt, dass wir, wenn wir da gelandet sind, gerne uns dort einrichten. Kulturschule heißt für mich, alles nochmal neu zu überdenken. Also es geht darum, dass man auch eine eigene Identität entwickelt, dass man ein positives Selbstbild hat, dass man sich identifiziert, auch mit anderen. Und ich glaube, dass es ganz viele positive Auswirkungen auch für die eigene Entwicklung und die Zukunft hat. Die Vorteile bestehen darin, dass wir einen völlig neuen Zugang zu der Frage haben, wie können wir die Seelen der Kinder bilden. Das ist für mich absolut im Vordergrund. Und die Kulturschule stärkt sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler an sich selbst zu arbeiten. Und das ist ja eben genau das, was
das Schöne ist an den Künstlern, sie bringen plötzlich eine Verbindung rein, auf die ich sozusagen als Lieschen Müller und ganz normal gar nicht gekommen wäre. Nämlich, dass man auch vielleicht etwas tanzen kann zum Thema Hören. Mir fallen natürlich erstmal nur die Ohren ein. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass in den letzten Jahren bei den Präsentationen ich Kinder gesehen habe, die sonst nicht so erfolgreich in der Schule sind und die in so einer Präsentation so etwas erfahren an Erfolg, ja, also den sie sonst vielleicht in der Schule nicht haben. Diese Projekte machen den Lernalltag eben bunter und machen ihn vielfältiger. Deshalb macht das Lernen interessanter und natürlich effektiver. Wir haben Mitspracherecht selber mit den Lehrern und ja, das ist einfach schön. Ja. Uns wird auch mal nach Meinung gefragt und ja. Also uns lag besonders am Herzen, dass man mit kulturellen Projekten in Zeiten der Inklusion auch Kinder erreichen kann, die sehr verschieden sind. Und wir haben hier an diesem Standort eben sehr heterogene Lerngruppen und ich glaube, dass Kulturschule ein Weg ist, alle zu erreichen. Wir haben nicht irgendwelche Schulen genommen, gerade die Schulen, von denen man sowieso erwartet, dass sie besonders kulturell begeistert sind, sondern wir haben Schulen gefragt, die, sag ich mal, aus dem Mittelfeld der Hamburger Schulwelt kommen, ob das nicht eine gute Idee ist. Und wir waren begeistert davon, dass viele Schulen gesagt haben, das können wir uns gut als Profil vorstellen. Und es wirkt, das zeigt sich in vielen Fällen bei den Anmeldezahlen, es wirkt sich auch positiv auf den guten Ruf der Schule aus.